Echt, weil ich ja hab, nicht da war. Richtig, weil du auch nicht da warst. haben wir gedacht, vielleicht, oder ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir einfach was anderes. Vielleicht, ja, genau. Vielleicht schreckt der Name der Stunde ein bisschen zu sehr ab vor Bewegung. Okay. Genau, wir probieren es. In jedem Fall mal. Genau. Flow passt auch ganz gut zum Frühling. Auch wenn der heute auf sich warten lässt. Wir starten aber trotzdem im Sitzen. Meditationssitz, Fersensitz, ganz gleich. Ein Sitz, in dem du dich wohlfühlst zu Beginn. Dann atme gern mal über den Mund ganz kraftvoll aus. Lass alle Dinge, die dir heute Morgen schon begegnet sind, mal ausströmen, von dir abfallen. Auch die Dinge, die du noch auf der To-Do-Liste hast, schieb sie für einen Moment beiseite. 75 Minuten Ruhe, Bewegung, Fließen für dich. Nimm mal deine Aufrichtung wahr. Schau mal, ob du irgendwas verändern möchtest. Ob du vom Steißbein her noch ein Stück weiter nach oben dich Wirbel für Wirbel aufrichten kannst. Die Schultern dürfen ganz entspannt nach hinten unten sinken, dass dein Brustkorb weit wird, die Schlüsselbeine weit. Und dann zieh deine Scheitelkrone noch ein kleines Stückchen mehr nach oben. Der Nacken wird lang. Und mit dieser Aufrichtung fällt es dir viel leichter, tief in deinen Bauch einzuatmen. Und dann kannst du über den Mund alles ausströmen lassen. Konzentration auf die Atmung beruhigt deinen Geist. Wenn deine Atmung tief und entspannt ist, dann entspannt sich auch das Gedankenkarussell. Gut. Und dann nimm ganz kraftvoll beide Hände über die Seite. Mach dich ganz lang. Und mit der Ausatmung bring deine Hände vor dein Herz. Noch einmal einatmen, die Hände wie durch Wasser ganz kraftvoll nach oben geführt. Spür die Handflächen und bring sie ausatmend vor dein Herzzentrum. Noch einmal einatmen, streck dich in die Länge und ausatmen, Hände vor das Herz. Nimm einatmen, beide Hände, beide Arme nach oben. Und dreh dich ausatmend locker leicht zur rechten Seite, die linke Hand auf dem rechten Knie und die rechte Hand hinter dir aufgestellt. Einatmen, über vorn, nach oben, dich aufrichten und aus, dreh dich zur linken Seite. Schultern entspannt lassen, Gesichtszüge weich. Einatmen, beide Arme nach oben und dreh dich nochmal zur rechten Seite, Rotation nach rechts. Einatmen, komm zur Mitte, heb die Arme an, ausatmen, lehn dich nach links. Zeit für einen Atemzug und dann bring mit der nächsten Atmung die Arme wieder nach oben und ausatmen, Hände über die Seite sinken lassen, rechte Hand auf den Boden, einatmen, der linke Arm zieht nach oben und du lehnst dich rüber zur rechten Seite. Sitzbeinhöcker bleiben am Boden. Das Becken hebt nicht mit ab. Du ziehst dich nach rechts und kannst die linke Flanke spüren. Richtig weit auffächern. Tausch die Hände. Links kommt nach unten, rechts zieht nach oben. Und dann lehn dich Mittellänge nach links. Auch hier bleiben die Sitzbeinhöcker. Das Becken gut verwurzelt. Fächer die rechte Flanke auf, atme, schaff dir Platz und Raum. Und dann tausch nochmal die Hände. Links zieht weit nach rechts drüben. Lass die Stirn, dein Kiefer und die Halsmuskulatur ganz locker. Noch einmal tauschen, links kommt nach unten, rechts zieht rüber nach links.
spür mal, ob die Atmung schon tiefer geht, ob du schon mehr Platz hast. Und dann richte dich auf, greif mit deinen Händen hinter dein Gesäß, die Daumen ineinander, die Ellenbogen Richtung Taille, die Schulterblätter nach hinten, unten. Nimm die Weite im Brustkorb wahr, die Weite in den Schlüsselbeinen. Und mit der Ausatmung kannst du den Bauchnabel mal so sanft nach innen ziehen. Und mit der Einatmung nimm dir ganz viel Zeit, um vollständig atmen zu können. Die Atmung bis in den oberen Lungenspitzen füllen. Und dann löse deine Hände. Kreis mal deine Schultern. Schau mal, wie sich der Rumpf anfühlt. Und dann kreis einmal noch den Kopf über die Mitte nach rechts und über die Mitte nach links. Noch einmal ein großer, weiter Kreis. Und dann lass den Kopf wieder mit dir kommen. Löse die Hände und dann kommen wir zum Stehen. Direkt vom Sitzen ins Stehen kommen. Gut, wir starten. Ihr könnt an den Anfang der Matte gehen. Ich bleibe noch mittig, dass ihr besser sehen könnt. Die Füße sind hüftweit, passt ein Fuß dazwischen. Spür mal in deine Fersen die Fußaußenkante, Kleinzehballen und der Großzehballen. Zieh mal die Zehen zu dir heran und dann lass sie einzeln auf die Matte ablegen. Dann spür dich von deinen Füßen aus, beginnen die Beine entlang nach oben, die Knie nicht nach hinten durchstrecken, sondern ins Lot zwischen Sprunggelenk und Hüfte bringen. Steißbein ganz leicht nach vorne Richtung Schambein kippen, bis der untere Rücken lang ist. Und dann lass auch hier die Scheitelkrone nochmal nach oben wachsen. Nimm die Arme über die Seite mit. Rechts greift das linke Handgelenk und du lehnst dich nochmal zur rechten Seite. Spürst die Länge in der linken Hand, im linken Arm. Die linke Körperseite hinunter bis zu deinem linken Fuß. Einatmen, find zur Mitte, tausch die Handgelenke und dann lehn dich nach links. Und dann spür die rechte Hand, die rechte Achsel und Schulter, die Flanke, die Hüfte. Bis zu deinem rechten Fuß nach unten. Komm zur Mitte. Und jetzt schieb deine Hände nach vorn und nach hinten und rotiere so zur rechten Seite. Einatmen, beide Arme nach oben anheben, rotiere nach links und schieb die Hände ganz kraftvoll nach hinten und nach vorn weg. Einatmen, zur Mitte, Länge. Und aus, nochmal nach rechts, die Hände wegschieben, nach hinten, nach vorn. Einatmen, Mitte und noch einmal nach links, schieb die Hände weit nach vorn und nach hinten. Einatmen, kommt zur Mitte, beugt die Knie, find in eine tiefe Vorwärtsbeuge, ganz langsam hinein. Nimm dir mal einen Moment Zeit zum Ankommen, atme aus. Sag mit deinem Kopf mal ja, ja, ja. Oh nein, nein, nein. Auch hier drück die Knie nicht so weit nach hinten durch, sondern lass sie ganz mikro gebeugt. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Rücken ganz lang, Schultern weg von den Ohren. Und ausatmen, sink tief. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel mit unten Rücken nach oben. Wenn dir schwindelig wird, öffne die Augen. Lass die Schultern nach hinten unten sinken. Und nimm mit der nächsten Einatmung die Arme nach oben, rechts, greift links, lehn dich zur rechten Seite. Komm einatmen zur Mitte, tausch die Handgelenke, lehn dich nach links. Einatmen Mitte, die Hände über die Seite sinken lassen, greif nach hinten, Daumen ineinander und die Schulterblätter ziehen nach hinten unten. Atme mal tief ein. Und ganz lang aus. Löse die Hände. Schau mal, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst, sondern dein Steißbein ein kleines bisschen Richtung Schambein ziehst, dass der Rücken lang bleibt.
Einatmen, die Arme nach oben bringen, Knie leicht beugen, ganze Vorwärtsbeuge mit geradem Rücken. Lass dich tief nach unten sinken. Komm einatmen in die halbe Vorwärtsbeuge, den Rücken ganz lang. Ausatmen, nochmal tief sinken, alles loslassen, sag mal ja, ja, ja und nein, nein, nein. Und dann roll auch hier Wirbel für Wirbel wieder nach unten lassen, Handflächen schauen nach vorn. Und dann heb kraftvoll die Arme über die Seite nach oben, rechts. Zieh nochmal links in die Länge und du lehnst dich zur rechten Seite. Einatmen, komm zur Mitte, tausch die Handgelenke, lehn dich rüber nach links. Komm zur Mitte, rotiere nach rechts, schieb die Hände nach vorn und nach hinten weg. Einatmen, nach oben zur Mitte kommen. Rotiere nach links, schieb die Hände nach hinten und nach vorn weg. Einatmen, Mitte. Beug die Knie mit geradem Rücken, komm tief, tauche in eine tiefe Vorwärtsbeuge ein. Wenn du möchtest, kannst du dich ganz sanft an deinen Unterschenkeln ein bisschen mehr noch reinziehen, aber wirklich nur sanft hier einhalten. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Rücken lang, ausatmen, tief sinken und dann roll Wirbel für Wirbel. Wieder nach oben auf, die Schultern sinken lassen, Handflächen schauen nach vorn und heb einatmend die Arme ganz kraftvoll nach oben. Rechts greift links, du lehnst dich sanft wie ein Grashalm zur rechten Seite, findest die Mitte wieder und lehnst dich nach links. Genieß diese sanfte Dehnung und dann rotiere nach rechts, schieb die Hände weit weg. Einatmen, komm zur Mitte und aus, rotiere nach rechts, nach links, schieb die Hände von dir fort. Einatmen, Mitte und dann ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Lass die Hände nach unten sinken, lass den Kopf nach unten sinken. Sag mal ja, ja, ja. Und nein, nein, nein. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Rücken lang. Ausatmen, sink tief. Jetzt steigt der rechte Fuß weit nach hinten. Links dazu. Yoga, Liegestützplanke. Find hier mal deine Kraft, find mal deine Mitte. Schau mal, wie sich das heute Morgen anfühlt. Vielleicht noch ein bisschen wackelig. Und dann leg ganz oder über die Knie an den Boden ab, Ellenbogen eng am Oberkörper. Leg dich am Boden ab, Schultern rollen nach hinten und unten. Die Kobra richtet sich mit der Einatmung auf. Die Kobra, die lächelt, der Nacken ist lang und die Kraft kommt aus deinem Rumpf. Mit der nächsten Ausatmung lass den Kopf tief, stell die Zehen auf und drück dich über den Vierfüßler. Weiter ausatmend in einen herabschauenden Hund. Hände schieben in die Matte. Schau, dass unter den Händen keine Höhle ist. Die Knie dürfen gebeugt sein. Du möchtest Länge im Rücken kreieren. Der Po schiebt nach oben zur Decke. Und du sagst mit deinem Kopf mal ja, ja, ja und nein, nein, nein. Gut, dann lass die Knie zum Boden kommen. Fußrücken ablegen, Gesäß Richtung Fersen und die Hände schieben nach vorn. Ein tiefer Atemzug bis in den unteren Rücken rein und dann ausatmen, lass dich auf die Matte sinken. Rotiere mit der Einatmung nach oben, löse die rechte Hand, kreis über vorn und oben und mit der Ausatmung das Gesäß und die Hand zum Boden zurückfinden. Lass dir Zeit, leg auch den Kopf ab. Einatmen, komm nach oben. Linke Hand lösen, ein großer Kreis. Und dann kommt das Gesäß und die Hand zurück zum Boden. Noch einmal einatmen, rechte Hand lösen, Kreis über vorn nach oben.
Und dann kommt das Gesäß und die Hand zurück zum Boden. Lass dir Zeit zum Ausatmen, zum Tiefsinken. Und einatmen, löse den linken Arm, lass ihn kreisen. Und dann bring den Arm nach vorne, lass das Gesäß auf die Fersen sinken, atme aus. Komm einatmend in den Vierfüßler, Hände aufsetzen, Zehen aufstellen, ausatmen, herabschauender Hund. Zieh dich richtig weit in die Länge, sag mit deinem Kopf mal ja, ja, ja und nein, nein, nein. Du kannst mal auf der Stelle wippen, unter den Achseln durchschauen, die Knie beugen. Einfach, dass der Hund ein bisschen bewegt wird, dass du dich dehnen und strecken kannst. Und dann halt diese Mobilisation an und lauf mit deinen Händen zurück zu deinen Füßen. Jetzt bist du in der Vorwärtsbeuge, greif mal deine Ellenbogen, beweg dich so ein bisschen von links nach rechts und dann spürst du, dass du noch tiefer in die Vorwärtsbeuge hineinsinken kannst. Komm einatmend in die halbe Vorwärtsbeuge, Rücken lang, ausatmend, sink tief, bring die linke Hand unter dein Gesichtsfeld, beug dein linkes Knie und mit der Einatmung rotiere nach rechts und zieh deinen rechten Arm nach oben zur Decke. Ein- und ausatmen, lang ausatmen. Und dann kommt deine rechte Hand, tauscht mit links, rechtes Knie beugen und mit Länge rotiere zur linken Seite. Linker Arm zieht zur Decke. Atme tief ein und lang aus. Linke Hand kommt nach unten und du wanderst mit deinen Händen nach vorn, bis du wieder im herabschauenden Hund bist. Hände hüftweit, schieben in die Matte, find wieder Länge mit der Einatmung im Rücken, das Gesäß schiebt nach oben. Mit der Ausatmung möchte dein Brustbein mehr Richtung Knie. Dann nimm den Blick nach vorn zu deinen Händen und steig mit dem rechten Fuß weit nach vorn zwischen deine Hände. Links dazu. Ganze Vorwärtsbeuge, Knie leicht beugen, nimm die Hände über vorn, find nach oben zum Stehen, ausatmen, die Hände vor dein Herz. Spür mal kurz nach. Und dann linke Seite, einatmen, die Arme nach oben, aus, Knie beugen, lange Rücken, sink tief, ganze Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe, find Länge. Ausatmen, sink tief, links steigt weit nach hinten, rechts dazu, Yoga-Liegestütz. Mitte und Kraft finden, Körperspannung finden, Ellenbogen eng am Oberkörper, mit der Ausatmung leg dich auf die Matte ab. Einatmen, die Kobra. Denk dran, dass die Hände nur Deko sind, die Kraft kommt aus dem Rumpf. Nacken lang, Gesichtszüge entspannen. Ausatmen, Kopf kommt tief, stell deine Zehen auf. Find über den Vierfüßler deinen Weg in den herabschauenden Hund. Richtig genießen, zu strecken, die Füße in die Matte zu schieben, abwechseln, die Knie beugen. Gesäß möchte mit der Einatmung Richtung Decke wandern, ziehen, streben und mit der Ausatmung dein Brustbein näher an die Knie. Wander mit deinen Händen jetzt zu deinen Füßen. Lass dich tief in die Vorwärtsbeuge hineinsinken und dann einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, sink nochmal tief. Und bring einatmen, die Arme über vor nach oben, streck dich, ausatmen, Hände vor dein Herz, einatmen, die Arme über die Seite nach oben, rechts greift links, lehnst dich zur rechten Seite, komm einatmen zur Mitte und dann lehn dich ausatmend nach links,
finde die Mitte und tauche wieder ausatmend mit langem Rücken in eine tiefe Vorwärtsbeuge rein. Richte dich so ein bisschen auf, linke Hand und das Gesicht fällt mit Länge. Find erst die Länge im Rücken, rotiere nach rechts und heb den rechten Arm nach oben an, das linke Knie beugen. Tiefe, vollständige Atemzüge hier. Lang über den Mund ausatmen. Man tauscht die Hände, rechts kommt nach unten. Rechtes Knie beugen, linke Hand zieht zur rechten Seite, zur linken Seite nach oben. Nacken ganz entspannt, die Gesichtszüge weich und locker, Kiefer gelöst. Linke Hand kommt zum Boden. Lass dich hier nochmal tief sinken und dann wander mit deinen Händen nach vorn in einen Vierfüßquatsch, in einen herabschauenden Hund. Ja, find hier dich wieder richtig ein, die Hände schulterweit platzieren, die richtig in die Matte schieben, das Gesäß wieder Richtung Decke bringen. Tief ein, lang ausatmen, bring die Knie zum Boden. Fußrücken ablegen, Gesäß Richtung Fersen und die Hände weit nach vorn strecken. Find Länge im Rücken. Atme bis in den unteren Rücken ein, spür richtig, wie die Bauchdecke Richtung Oberschenkel schiebt. Und dann mit der Einatmung komm nach oben, löst die rechte Hand, kreis sie über vorn und oben. Und beim Ablegen leg auch dein Gesäß wieder auf die Fersen ab. Roll einatmend nach oben, löse links, ein großer Kreis, Gesäß und den linken Arm tief. Nimm dir auch Zeit, die Stirn abzulegen. Rotiere nach oben und den Arm, großer Kreis, Gesäß und Arm wieder tief. Lass alles ausatmend los und locker. Und dann einatmen, Vierfüßler, löst den linken Arm, ein großer Kreis. Und dann die Hand und dein Gesäß tief. Leg für einen Moment die Stirn ab, atme aus. Und dann find nach oben in den Vierfüßler. Und dann weiter ausatmen, Gesäß Richtung Decke. Der herabschauende Hund. Für deine gesamte Körperrückseite. Dann nimm den Blick zu deinen Händen und steig mit links weit nach vorn, rechts dazu. Lass dich tief einsinken, tauch ein. Und dann nimm die Arme über vorn nach oben. Komm zum Stehen, ausatmen, die Hände vor dein Herz. Spür kurz nach. Teile vom Sonnengruß mit Varianten, wie sich das für dich anfühlt. Vielleicht auch mal Übungsabfolgen anders zu praktizieren, als man es normalerweise gewohnt ist oder erwartet. Und dann heb einatmen die Arme über vorn nach oben an, beug die Knie, tauch tief in eine Vorwärtsbeuge ein. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, Hände zum Boden, rechts steigt weit nach hinten, links dazu. Yoga-Liegestütz, leg ganz oder über die Knie an die Matte ab. Einatmen, die Kobra taucht auf, Stirn und Kiefer entspannt, Nacken lang. Ausatmen, tief sinken, Zehen aufstellen, den Weg in den herabschauenden Hund. Wenn du möchtest, nur eine Option, streck das rechte Bein weit nach hinten raus, dreibeiniger Hund, kreis mal deinen Fuß, kreis mal dein Knie und kreis mal den Oberschenkel in der Hüfte. Und dann schieb den Fuß wieder richtig weit raus und dann bring in beiden Fällen den rechten Fuß weit nach vorn zwischen die Hände. Der linke Fuß kommt dazu, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, die Hände über vorn, komm nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz.
Einatmen, die Arme nach oben, aus, tief sinken, Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, tief, links steigt weit nach hinten. Rechts zu. Leg ganz unten über die Knie, auf die Matte ab, Ellenbogen eng. Einatmen, Cobra. Cobra, die lächelt. Und ausatmen, tief sinken, Zehen aufstellen. Deinen Weg in den herabschauenden Hund. Du kannst hier für den Moment bleiben. Oder das linke Bein weit rausstrecken. Die linken Zehen kreisen, den Fuß kreisen. Das Knie mal bewegen. Und dann den ganzen Oberschenkel rotieren lassen. Das Bein nochmal weit rausschieben. Und dann nimm den Blick zu den Händen und steig mit links weit nach vorn. Rechts dazu. Eintauchen. Und dann der ganze Weg über vorn nach oben ausatmen. Die Hände vor dein Herz bringen. Einatmen, komm nach oben. Find Länge. Ausatmen, tief sinken, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, sink tief rechts weit zurück. Rechten Fuß ablegen. Bring mehr Gewicht auf den linken Fuß. Komm auf die Fingerspitzen. Und dann nimm die Hände über vorn nach oben. Krieger Nummer 1. In der Hüfte tief sinken. Schau mal auf deinen rechten Fuß. Vielleicht musst du den ein bisschen nachstellen. Schau, dass du stabil stehst. Das linke Knie fällt nicht nach innen, sondern es zieht ganz aktiv nach draußen. Gut. Ausatmen, bring jetzt mal deine Hände vor dein Herz. Mit der Einatmung die Arme nach links und rechts weit öffnen. Ausatmen, die Hände sinken lassen, hinter das Gesäß greifen, die Daumen ineinander, Schulterblätter ziehen nach hinten unten. Ein tiefer, langer Atemzug hier. Und dann löst die Hände vor der Seite nach oben. Nochmal in Krieger Nummer 1. Aus, Hände vors Herz. Ein, die Hände zur Seite, Daumen zieht nach hinten und oben. Ausatmen, Hände sinken lassen, hinter das Gesäß greifen. Einatmen, Brustkorb anheben. Ein und aus. Hände lösen. Mit der nächsten Einatmung die Arme über vorn nach oben bringen. Ausatmen, Hände vors Herz. Öffne dich links und rechts zur Seite. Einatmen. Lass ausatmen, die Hände sinken. Greif nochmal hinter das Gesäß. Brustkorb schiebt nach vorn, Brustbein weit. Und dann löst die Hände. Nimm sie einatmend nach oben, Krieger Nummer 1, und aus. Bring die Hände nach unten zu deinen Fuß und steig mit dem linken Bein nach hinten herabschauender Hund. Kurz hier ausruhen, entspannen. Atmen, atmen, fließen lassen. Spür mal die rechte und die linke Hüfte. Rechtes und linkes Bein. Atme tief in den Bauch und lass ausatmen. Alle Anspannung raus. Nimm den Blick zu deinen Händen und steig mit rechts weit nach vorn. Links dazu. Ganze Vorwärtsbeuge eintauchen. Und dann nimm die Hände über vorn nach oben. Kommen. Den Stand und die Hände vors Herz. Ein- und ausatmen. Kurz nachspüren. Und dann bring nochmal die Arme über vor nach oben. Ausatmen, sink tief, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe. Hände zu den Füßen. Links steigt weit nach hinten. Rechts dazu, Yoga-Liegestütz. Und dann finde deinen Weg auf die Matte in Bauchlage und einatmen, die Cobra. Ein nährender Atemzug,
Lass ausatmen, die Kobra tief sinken, Zehen aufstellen. Deinen Weg nach oben in den Vierfüßler, Entschuldigung, herabschauender Hund, über den Vierfüßler. Kurz ankommen und dann steig mit dem rechten Fuß nach vorn. Linken Fuß erden, das rechte Knie ist über dem rechten Sprunggelenk. Erstmal hier so das Gewicht ein bisschen ausbalancieren, den rechten Fuß mehr in den Boden reinschieben und dann löst die Hände und komm über vorn nach oben in den Krieger Nummer 1. Senk dich hier in der Hüfte tief, richte dich erst gut ein, spür mal die Füße, lass dein rechtes Knie nicht nach innen fallen. Gut, mit der Ausatmung die Hände vor das Herz nehmen, Schultern entspannt lassen, langer Rücken, spür die Körper vor der Seite und spür deine Beine. Atme ein, die Arme über die Seite weit. Ausatmen, Hände sinken lassen, greif hinter das Gesäß, Hände ineinander, Brustkorb schiebt nach vorn, ein und aus. Hände lösen. Ein, die Arme nach oben, aus, Namaste. Ein, öffne dich zur Seite. Ausatmen, tief sinken, Hände hinter das Gesäß. Einatmen, Brustkorb weit. Und dann lass die Hände sinken, nimm sie ein, über vorn nach oben, aus, Namaste. Ein, öffne dich zur Seite. Aus, Hände sinken lassen, hinter das Gesäß greifen, einatmen und aus. Und dann bring einatmen, die Arme über vor nach oben, bleib hier. Nochmal ein tiefer, nährender Atemzug. Und mit der Ausatmung bring die Hände nach unten zum Boden und steig mit rechts nach hinten in den herabschauenden Hund. Ein- und ausatmen. Ankommen. Und dann nimm den Blick nach vorn zu deinen Händen. Und dann lauf mit so vielen Schritten, wie du brauchst, oder mit einem großen nach vorn zu deinen Händen. Tauch in eine tiefe Vorwärtsbeuge ein. Lass den Kopf sinken, sag mal ja, 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 nein, nein, nein. Und dann beug ganz leicht die Knie und bring sie einatmend über vorn nach oben. Und ausatmen, Hände vors Herz. Spür kurz nach, der Sonnengruß mit Krieger Nummer 1. Und dann bring einatmen, beide Hände nochmal nach oben. Spür ins Hohlkreuz, ob du da mehr Länge im Rücken brauchst. Ausatmen, Knie beugen, sink tief. Lass dich eintauchen, lass dir Zeit. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Bring die Hände zum Boden, steig mit rechts weit nach hinten. Gut, auch hier wieder, richte den Fuß gut auf. Bring mehr Druck auf den linken Fuß, komm auf die Fingerspitzen. Und dann die Arme über vorn nach oben. Und mit der Ausatmung dreh dich in Krieger Nummer 2 zur rechten Seite auf. Der Blick geht über die linke Hand, über den linken Mittelfinger in die Ferne. Und du spürst hier weiter, spürst die kraftvollen Beine. Und dann zieht mit der Einatmung der linke Arm über das linke Knie, rechte Hand an den Oberschenkel anlehnen. Und dann richte dich einatmend nach oben und dann weiter lehn dich zurück in die sehende Kriegerin. Spür die linke Flanke. Spür die Füße. Und dann komm einatmend wieder in Krieger Nummer 2. Lass die Arme ganz ausgestreckt, die Schultern entspannt. Linker Unterarm auf den linken Oberschenkel. Und mit der Einatmung zieh die rechte Hand nach oben. Du kannst den Blick zum linken Fuß nehmen, den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule lassen. Oder auch nach oben nehmen. Schau mal, wie du stabiler stehst.
tief in den unteren Rücken, in den unteren Bauch atmen und schau mal, dass dein Gewicht nicht auf dem linken Oberschenkel jetzt lehnt, sondern dass die Kraft im Rumpf bleibt. An Atme 1 zieht dich wieder nach oben, Krieger Nummer 2. Richte beide Fußspitzen zur langen Seite aus. Streck die Beine, jetzt bist du in der Grätsche. Lass die Hände an die Hüfte kommen. Atme aus, ganze Vorwärtsbeuge und lass die Hände an den Beinrückseiten entlang nach unten wandern. Zu deinen Sprunggelenken. Und dann tauch mal hier tief ein. Sag mal ja, ja, ja und nein, nein, nein. Und dann wander mit deinen Händen mal unter deinem Schritt durch nach hinten. Komm dazu mehr mit dem Gewicht auf dem vorderen Fuß. So ein bisschen reinbalancieren, so ein Hineinfinden. Wie viel kannst du zulassen, um nicht umzukippen? Du kippst nicht um, hab ein bisschen Vertrauen in dich. Und dann find über die Atmung Ruhe in der Haltung. Genieß die intensive Dehnung der Beinrückseiten. Und lass dir auch hier Zeit, über den Mund vollständig auszuatmen. Und dann wandere mit deinen Händen zurück, tauch halb auf, bring die linke Hand unter das Gesichtfeld, atme ein, dreh dich zur rechten Seite auf, die rechte Hand zieht nach oben. Ein und aus. Die rechte Hand tauscht mit der linken, mit Länge und der Einatmung rotiere nach links. Und nimm dir hier wirklich Zeit zum Atmen. Tief und vollständig ein. Und vollständig wieder aus. Mach dich ganz, ganz leer. Linke Hand kommt nach unten. Beide Hände an die Fußaußenseiten. Und dann richte dich mit längem Rücken wieder nach oben auf. Komm zum Stehen. Kannst die Augen kurz öffnen, dich erstmal einfinden, dass dir nicht schwindelig wird. Und dann beide Fußspitzen zur rechten Seite. Vielleicht den linken Fuß nachstellen. Und dann beug dein rechtes Knie, die Arme auf Schulterhöhe. Und der Blick geht über deine rechten Mittelfinger. Ein- und ausatmen. Du kannst auch mal einen Blick nach hinten nehmen, dass die hintere Hand auf Schulterhöhe ist. Kriegerin Nummer 1, lass dein Knie nicht nach innen fallen, zieh es nach außen. Hol dir die Kraft über die Füße, in die Beine und sammel deine Energie in deinem Beckenraum. Die rechte Hand zieht über das rechte Knie, linke Hand am linken Oberschenkel. Mit der Einatmung heb deinen rechten Arm an und dann lehn dich sanft nach hinten. Spür die rechte Flanke. Spür die Kraft in den Beinen. Und wenn du kannst, lehn dich noch ein bisschen mehr zurück. Und dann komm einatmend wieder in Krieger Nummer 2. Der rechte Unterarm auf den rechten Oberarm. Ja, die Kraft kommt aus dem Rumpf, öffne dich hier. Zieh die linke Hand nach oben, der rechte Arm ist nur angelehnt. Atme tief ein, lang aus. Und dann ziehen dich die linken Fingerspitzen wieder mit der Einatmung nach oben. Krieger Nummer 2. Und dann bring über unten die linke Hand nach unten, beide Hände nach oben, Krieger Nummer 1. Und dann bring deine Hände nach unten zum Boden und steig mit dem rechten Fuß weit nach hinten. Herabschauender Hund. Ein- und ausatmen. Strecken, Länge finden. Mit der Atmung deinen Körper beruhigen, den Geist beruhigen. Ein- und ausatmen. Und dann nimm den Blick nochmal nach vorn zu deinen Händen und steig mit rechts nochmal nach vorn. Linken Fuß abgestellt.
rechtes Bein ist gebeugt. Mit Kraft wieder in den Beinen, richte dich nach oben auf, Kriege Nummer 1. Richte dich gut auf, dass du stabil stehst. Ja? Und jetzt mit der Atmung dich öffnen zur linken Seite, Krieger Nummer 2. Der Blick geht über die rechte Hand. Und dann lass die linke Hand über unten nach oben kommen. Krieger Nummer 1, find Länge im Rücken. Und mit der Ausatmung rotiere jetzt zur rechten Seite, gedrehte Krieger Nummer 2, Arme ausgestreckt. Ein- und ausatmen. Bring einatmen, beide Arme wieder nach oben, Krieger Nummer 1. Ausatmen, rotiere nach links, Krieger Nummer 2, Blick geht über die rechte Hand. Einatmen, Krieger Nummer 1, die Arme nach oben bringen. Aus, rotiere nach rechts, gedrehte Krieger Nummer 2, Schultern entspannt, Blick geht zur rechten Seite. Einatmen, Krieger Nummer 1, komm nach oben. Ausatmen, nochmal Krieger Nummer 2, Blick über die rechte Hand. Einatmen, Krieger Nummer 1, find nochmal Länge. Und dann ausatmen, bring die Hände nach unten zum Boden und steig mit dem rechten Fuß in den herabschauenden Hund. Ein- und ausatmen. Ruhe finden, entspannen. Und dann nimm den Blick nach vorn und steig mit dem linken Bein weit nach vorn zwischen die Hände. Leg den rechten Fuß ab. Beug das linke Knie. Find die Kraft in den Beinen, Kraft in dem Fuß. Und dann löst die Hände. Komm einatmend nach oben. Krieger Nummer 1. Erstmal dich hier ganz kraftvoll ausrichten. Mit der nächsten Ausatmung rotiere in Krieger Nummer 2. Öffne dich nach rechts. Die Arme sind ausgestreckt, der Blick geht über die linke Hand. Einatmen, Krieger Nummer 1, die Arme über vorn nach oben. Ausatmen, rotiere nach links, die Arme ausgestreckt. Gedrehter Krieger 2. Einatmen, Krieger Nummer 1. Aus, Krieger 2, dreh dich nach rechts auf. Ein, komm nach oben, Krieger 1. Aus, rotiere nach links, gedrehter Krieger Nummer 2. Einatmen, Krieger 1. Aus, nochmal, Krieger Nummer 2, dreh dich nach rechts. Krieger Nummer 1, komm nach vorn und oben und ein letztes Mal, rotiere nach links, Krieger Nummer 2. Gedreht. Einatmen, die Arme nach oben bringen, nochmal ganz kraftvoll in die Länge strecken. Aus, bring die Hände zum Boden und steig mit links nach hinten in den herabschauenden Hund. Beug die Knie. Lass die Knie zu den Boden kommen. Dein Gesäß Richtung Fersen. Du kannst die Hände unter dein Gesicht nehmen. Den Kopf ablegen. Für einen Moment entspannen, alle Anspannung über die Füße, über die Beine und über die Atmung an den Boden abgeben. Ausatmen, entspannen. Und dann streck deine Arme nach vorn aus und dann roll dich mit rundem Rücken nach oben in den Fersensitz. Lass die Schulter nach hinten unten sinken. Gib einatmen, die Arme über die Seite nach oben an. Greif mit rechts das linke Handgelenk. Lehn dich zur rechten Seite. Komm einatmen zur Mitte. Greif mit links das rechte Handgelenk und lehn dich zur linken Seite. Komm einatmen zur Mitte. Lass die Hände über die Seite sinken. Greif hinter dein Gesäß. Ellenbogen Richtung Taille, Schulterblätter nach hinten, unten. Nur noch mal weit und länger in deiner Körpervorderseite wahr. Ein- und ausatmen. Löst dann die Hände.
Komm nach vorn. Zehen aufstellen, das Gesäß nochmal nach hinten unten bringen. Und dann heb nochmal einatmen, die Arme über die Seite an und ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben und dann rotiere nochmal zur rechten Seite, schieb die Hände nach vorn und hinten weg. Einatmen, die Arme über vor nach oben anheben und aus, dreh dich zur rechten, zur linken Seite und schieb die Hände nach vorn und links weg. Einatmen, komm nach oben, ausatmen, Hände vors Herz und dann nimm die Hände zum Boden und klopf mal die Füße aus. Gut, Füße nach links oder rechts, das Gesäß tief und dann streck mal die Beine nach vorn aus. Ausstrecken, die Hände nochmal hinter dir aufstellen, vielleicht auf die Fingerspitzen und kannst aber auch die ganzen Hände ablegen. Und dann öffne hier nochmal den Brustkorb, schieb dich hier nochmal nach vorn. Nochmal ein- und ausatmen. Dann löst die Hände, stell die Füße auf für eine Runde Boot. Nimm deine Hände unter die Knie. Und dann lass dich so leicht nach hinten kippen, löst die Füße und dann streck die Hände nach links und rechts aus. Du kannst die Beine strecken, kannst sie aber auch abgewinkelt lassen. Wichtig ist, dass dein Rücken ganz lang bleibt, dass dein Brustkorb geöffnet bleibt, die Gesichtszüge entspannen, dein Kiefer locker und du tief bis in den unteren Bauch einatmest. Ausatmen, rauslösen. Noch einmal einatmen. Nochmal Länge finden. Und lang aus. Nochmal. Über die Atmung ruhende Haltung finden. Auch wenn es anfängt zu zittern. Ganz gleichmäßig tief ein und lang aus. Und dann lass deine Füße ganz bewusst zum Boden kommen. Lehn dich mal über die Oberschenkel. Lass mal den Kopf hängen. Entspann. Atme ein und atme aus. Eine zweite Runde Boot. Richte dich nochmal mit längerem Rücken auf. Die Hände unter die Knie. Und dann löst die Füße. Lehn dich leicht nach hinten. Streck die Hände nach links und rechts aus. Lass die Handflächen nach oben mal zur Decke zeigen. Gleichmäßige, tiefe Atemzüge. Gut, noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann bring ganz achtsam, langsam die Füße zum Boden. Lehn dich gerne über die Beine. Und dann kannst du die Fußsohlen, die Knie nach links und rechts außen sinken lassen. Länge im Rücken finden. Und dann kannst du die Unterarme auf die Unterschenkel legen. Und dich mal hier tief in eine Vorwärtsbeuge hineinsinken lassen. Erlaub deinen Knien mehr und mehr nach außen sinken zu lassen. Mit jeder Ausatmung darfst du dich tiefer reinschmelzen lassen. Lass die Schultern entspannen, den Nacken, deinen Kopf, die Stirn. Du darfst mehr in deine Hüfte im Gesäß loslassen. Die Knie dürfen Richtung Boden sinken. Und dann richte dich ganz langsam wieder nach oben auf. Streck dann beide Beine nach links und rechts aus. Nimm mal deinen Sitz vielleicht so zur Seite, dass die Sitzbeinhöcker nochmal gut geerdet werden können. Dann die Hände gern mal zum Boden und
Kipp das Becken, sodass du gut aufgerichtet sitzen kannst. Und dann komm wieder mit Länge zurück. Gib einatmen, beide Arme über die Seite nach oben. Und mit Länge lehn dich jetzt zur linken Seite auf dein linkes Bein. Linke Hand, linker Arm kann auf dem Bein abgelegt werden. Und dann rotiere so nach rechts oben auf und der rechte Arm, der kann hinter deinem Kopf ganz entspannt hängen bleiben. Reiß nur am Kopf nicht an. Und dann atme tief, spür mal den rechten unteren Rücken, die rechten seitlichen Bauchmuskeln und finde auch hier wieder Ruhe in der Haltung, Ruhe in der Atmung. Genieß die intensive Dehnung in den Beinen, im Rücken und entspann die Schultern, deinen Kopf. Und dann richte dich ganz langsam, achtsam wieder zur Mitte auf. Lass die Augen geschlossen und spür mal kurz nach. Ja, spür das fließende Energie, das Prickeln vielleicht, das kleine Pulsieren. Und dann heb einatmen, die Arme über die Seite. Find hier nochmal ganz viel Länge im unteren Rücken. Und dann lehn dich mit dieser Länge über dein rechtes Bein. Die rechte Hand ist den rechten Arm abgelegt und die linke Hand hinter dem Kopf verschränkt. Na, du kannst dich hier mit jeder Einatmung nochmal ein bisschen mehr aufrichten, ein bisschen mehr rein rotieren und mit der Ausatmung in die Haltung hineinschmelzen. Mit der Ausatmung Geduld und Gelassenheit finden und mit jeder Einatmung die linke Körperseite spüren, den linken unteren Rücken, die Flanken, die seitlichen linken Bauchmuskeln. Und dann richte dich auch hier langsam wieder auf, schließ deine Beine. Heb einatmen, beide Arme nach oben an und lehn dich in eine ganze Vorwärtsbeuge, lehn dich nach vorn. Die Hände neben den Beinen abgelegt, die Zehen ziehen zu dir ran, du kannst die Knie gern leicht gebeugt lassen. Zieh dich nicht an den Beinen in die Haltung hinein, sondern versuch mit jeder Einatmung Länge wieder im Rücken zu finden und mit jeder Ausatmung dich mehr und mehr reinzuräkeln. Mit jeder Einatmung findest du Länge und mit jeder Ausatmung kannst du deine Hände ganz sanft ein bisschen mehr nach vorn versetzen. Spür die Beinrückseiten, die intensive Dehnung über dein Gesäß, über deinen Rücken. Erlaub deinem Rücken ganz bewusst rund zu werden, um alle Faszien deines Körpers zu erreichen. Und mit Länge aktivierst du die Muskeln im Rücken. Du möchtest jetzt aber die faszialen Strukturen erreichen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass der Rücken sich runden darf, dass du den Kopf sinken lassen kannst, dass der Nacken entspannt und die Schultern nachgeben dürfen. Und dann find auch hier wieder Ruhe in der Haltung. Atme tief ein und lang aus. Das ist die Raupe, eine Haltung aus dem Yin-Yoga. Yin-Yoga zielt auf unser Bindegewebe und auf die Faszien unseres Körpers auf. Gleich die männliche Aktivität in unseren Muskeln auf.
Und dann kannst du hier nochmal tiefer ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung dich langsam wieder nach oben aufrichten. Erstmal ankommen, erstmal nachspüren. Und dann stell deinen rechten Fuß über dein linkes Knie. Zieh nochmal die Zehen zu dir ran. Find nochmal Länge im Rücken. Und dann heb einatmen, die Arme über vorn nach oben. Und dreh dich zur rechten Seite. Der linke Arm umarmt den rechten Unterschenkel. Mit der Einatmung find Länge in der Wirbelsäule und mit der Ausatmung rotiere mehr und mehr zur rechten Seite auf. Sollte aber in jedem Fall sich in deiner Wirbelsäule gut anfühlen, leicht anfühlen. Solltest keinen Druck, keinen Schmerz verspüren. Wenn das der Fall ist, dann komm ein Stück weit wieder zurück. Entspann die Stirn, die Gesichtszüge, dein Kiefer. Entspann die Schultern. Spür die Einatmung am Oberschenkel. Mit der Ausatmung zieh den Bauch ganz leicht nach innen. Der Drehsitz, der massiert deine inneren Organe, regt deinen Stoffwechsel an, versorgt deine Bandscheiben mit der notwendigen Energie. Die Wirbelsäule braucht jede Bewegungsrichtung. Die hast du heute schon. Du hast rotiert, du hast geneigt, du hast dich gebeugt, du hast dich gestreckt. Und dann löst deine Hände, heb sie über vorn nach oben und mit Länge rotiere für eine kurze Gegenbewegung nach links. Und dann komm nach vorn zur Mitte, streck dein rechtes Bein, schüttel die Beine gern mal aus, wenn sie vielleicht einschlafen. Und dann stell deinen linken Fuß über das rechte drüber. Die rechten Zehen ziehen zu dir ran, du findest Länge im Rücken, vielleicht den Po nochmal zur Seite ziehen. Und dann heb einatmen, die Arme über vorn nach oben an und rotiere zur linken Seite. Der rechte Arm umarmt den linken Unterschenkel, rechte Hand steht hinter dir. Du findest einatmend Länge in der Wirbelsäule und mit der Ausatmung kannst du in der Brustwirbelsäule noch mehr aufdrehen. Du kannst den Kopf mit nach hinten nehmen, du kannst auch deine Augen mit nach hinten nehmen. Und auch hier wieder, geh nur so tief in diese Drehung hinein, wie es sich für dich auf dieser Seite gut anfühlt. Kein Schmerz. Und kein unangenehmer Druck. Und dann find auch hier wieder für einen Moment Ruhe in der Haltung. Nimm dir mal ganz bewusst wahr, wo du die Einatmung spüren kannst, wo entsteht Platz und Raum. Und wo kannst du über die Ausatmung noch ein bisschen mehr loslassen? Mit der Arme bringst du über vorne nach oben. Rotiere kurz zur rechten Seite. Und dann streck deinen linken Fuß nach vorne aus. Kannst beide Füße nochmal aufstellen. Die Hände unter die Knie nehmen und mit runden Rücken auf deine Matte dich ablegen. Greif die Knie. Massier den unteren Rücken auf. Und dann stell beide Füße nochmal auf. Nimm die Schultern Richtung Wirbelsäule. Die Hände neben deine Hüfte. Füße hüftweit. Und dann heb einatmend dein Becken an für die halbe Brücke. Die Füße schieben in den Boden.
Die Knie, die hier ziehen zusammen. Roll bis zu deinen Schultern auf. Kein Gewicht auf den Nacken und lass den Kopf jetzt gerade. Atme tief ein. Lass dein Becken oben. Spür die Füße im Boden. Spür dein Gesäß, die Beine. Lass die Stirn und dein Kiefer entspannen. Nochmal tiefe, vollständige Atemzüge. Mach dich ausatmend ganz leer. Und mit der nächsten Ausatmung kannst du jetzt Wirbel für Wirbel auf die Matte abrollen. Die Spannung aus den Füßen nehmen. Und dann noch einmal einatmend rotiere nach oben. Nein, heb das Becken an, nicht rotieren, sondern das Becken nach oben anheben. Tief weiteratmen. Und mit der nächsten Ausatmung roll dich wieder Wirbel für Wirbel auf die Matte ab. Nimm Spannung aus dem Gesäß, aus den Beinen. Und dann noch einmal, schieb die Füße in die Matte, heb dein Becken nach oben an, bis zu den Schultern aufrollen, Knie zusammenziehen und dann lass dich hier auch Wirbel für Wirbel wieder auf die Matte zurücksinken. Sehr gut. Bring jetzt den rechten Fuß auf das linke Knie. Und jetzt noch einmal halbe Brücke mit einem Fuß aufgestellt. Heb einatmend das Becken nach oben an. Der linke Fuß schiebt nach unten, du rotierst. Nein, du hebst bis zu den Schultern an. Lass die Stirn entspannen, die Gesichtszüge, dein Kiefer. Spür den Bauch. Atme tief ein, lang aus. Und mit der nächsten Ausatmung lass deine Wirbelsäule wieder auf die Matte sinken. Leg das Becken ab. Löse den rechten Fuß. Tausche linke Fuß auf das rechte Knie. Und dann atme ein, schieb den rechten Fuß in die Matte. Heb das Gesäß nach oben an. Das linke Knie darf nach außen sinken. Und du spürst den Bauch, wie er sich aufdehnt bei der Einatmung. Und mit der Ausatmung entspann die Gesichtszüge. Entspann die Schultern, die Arme. Und mach dich ganz leer. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann lass dich Wirbel für Wirbel auf die Matte sinken. Stell den Fuß zurück. Streck mal die Arme nach links und rechts aus. Lass die Knie nach links und rechts sinken. Füße gerne ein bisschen weiter. Und dann halt nochmal mittig an. Versetz dein Becken nach rechts und lass die Knie zur linken Seite fallen. Nochmal eine Rotation in der Wirbelsäule. Und dann kannst du, wenn sich das für dich gut anfühlt, deinen Blick in die rechte Hand sinken lassen. Entspann deine Füße, entspann deine Unterschenkel, entspann deine Knie. Nimm die Spannung aus deinen Oberschenkeln heraus. Nimm die Spannung aus deiner Hüfte, aus deinem Becken raus. Und dann genieße es, wie du am Boden liegst. Den Körper entspannt. Und dann atme aus und bring mit der Einatmung deinen Kopf zur Mitte. Stell die Füße auf. Rotiere nochmal in der Wirbelsäule über den unteren Rücken.
Mal ausmassieren. Und dann halt mittig an und versetz dein Becken nach links. Und lass die Knie zur rechten Seite sinken. Dich hier einfinden, mehr und mehr loslassen. Und wenn du kannst, nimm den Blick in die linke Hand. Entspann dein Becken, dein Gesäß. Entspann deinen unteren Rücken, lass den Bauch ganz weich werden. Nimm weiter den Brustkorb wahr, die Schlüsselbeine, die Schultern, deine entspannten Arme, die Hände und deine Finger. Atme nochmal tiefer auf, nimm dann einatmend den Kopf zur Mitte, stell die Füße auf, richte das Becken mittig ein. Und wenn du möchtest, streck dich gerne nochmal, streck die Füße, die Beine nach vorn aus. Nimm die Arme über den Kopf, nochmal ganz viel Länge, räkel dich, vielleicht möchtest du gähnen, vielleicht brauchst du aber vor der Schlussentspannung auch nochmal ein kleines Päckchen, dann mach das gern. Oder du möchtest die Füße nach oben ausstrecken, finde deine letzte Haltung. Das, was du jetzt brauchst, das, was dir jetzt noch gut tut. Sehr gut. Die letzten Atemzüge nochmal auskosten, nochmal genießen. Und von hier aus finde deinen Weg in deine Endentspannung. Ganz klassisch ausgestreckt am Boden. Die Beine weit von dir. Gerne weiter als deine Hüfte geöffnet. Zieh dir gern was drüber, zieh dir gern was an, mach es dir ganz kuschelig, ganz bequem. Du kannst dich aber auch in den liegenden Schmetterling legen, die Fußsohlen aneinander und die Knie nach links und rechts weit geöffnet. Egal in welcher Variante du liegst, entspann deine Füße. Nimm wahr, wie der Rücken auf der Matte liegt. Nimm ein paar Atemzüge und lass mit der Ausatmung die letzte körperliche Anspannung ausweichen. Bring die Schulter nochmal Richtung Wirbelsäule, dass der Brustkorb weit und geöffnet. Und dann zieh ganz sanft dein Kinn Richtung Brustbein, dann bekommt dein Nacken nochmal länger. Und dann find in deiner Schlussentspannung, in der finalen Haltung, Ruhe und Entspannung. Nimm wahr, wie dein Körper auf der Matte liegt. Es gibt nichts mehr zu tun. Dein Körper kann ganz loslassen. Schau in deine Füße, in die Beine hinein, ob das irgendwo noch Spannung ist. Und dann lass sie los. Spür in dein Becken, in dein Gesäß. Und lass auch hier über die Ausatmung die letzten muskulären Anspannungen los. Dein Bauch darf ganz weich sein. Und dein Rücken darf entspannt am Boden liegen. Die Schultern, der Brustkorb, die Arme, Hände und Finger entspannt. Der Hals, der Nacken, die Kopfhaut, die Stirn entspannt.
Augenbrauen, die Fältchen um deine Augen herum entspannen. Die Stirn, die Nase, das Kinn entspannen. Die Schläfen, die Wangen, dein Kiefer entspannen. Nimm wahr, wie dein Körper sich ausruht. Nimm wahr, wie entspannt deine Atmung ist. Wie entspannt dein Geist. Dein Geist darf ganz wach und präsent bleiben. Entspannt, wie er jetzt gerade ist. Einfach nur sein. Und den schlafenden Körper beobachten. Und dann lass ganz allmählich, ganz langsam deine Atmung wieder tiefer werden. Nur die Atmung. Der Rest deines Körpers bleibt ganz ruhig, ganz entspannt. Nimm jetzt wahr, wie du mit jedem Atemzug mehr und mehr deinen Körper wieder beleben kannst. Lass die Atmung tiefer werden. Nimm wahr, wie die Atmung in die Arme strömt, in die Hände. Die Atmung deinen Rumpf ausfüllt. Und von hier aus in deinen Beckenraum. Und die Beine durchflutet. Fang jetzt an, langsam deine Hände und Finger zu bewegen, die Füße, die Zehenspitzen. Schau mal, ob es noch eine Bewegung gibt. Vielleicht strecken, räkeln. Vielleicht aber auch noch mal ganz klein machen. Und dann finde, wenn du soweit bist, über die Seite deinen Weg mit geschlossenen Augen zum Sitzen. Meditationssitz, Fersensitz, wie zu Beginn deiner Stunde. Und wir treffen uns mit den Händen in Namaste. Mal einen kleinen Check-in für dich. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie fühlt sich der Kontakt zum Boden an? Gestärkt, gestreckt, beatmet, alle Bewegungsrichtungen aufgefächert. Ich wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Freitag. Habt ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut. Ein schönes Wochenende. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Namaste. Bleibt gesund. Die Hände in euren Schoß sinken lassen, die Augen öffnen, ganz, ganz pünktlich heute. Wünsche ich euch eine schöne Zeit. Dürft euch gern dazuschalten.